Es ist schon eine ganz besondere Beziehung, die Konstantin Igropoulou zu Berlin und seinen Sehenswürdigkeiten pflegt. Seit dem Sommer wohnt der im rechten Rückraum beheimatete Champions-League-Sieger von 2011 unweit des Potsdamer Platzes. Neben dem vorweihnachtlichen Zauber der Winterwelt in unmittelbarer Nähe zum Wohnort ist es die Überlieferung des Erlebten in Foto- und Videoform, die Tino Freude bereitet. Igropoulou ist jemand, der die Dinge, die um ihn herum passieren, genau beobachtet. Einer mit vielen Interessen. Ich habe erst damit angefangen, Videos und Fotos zu machen, als ich weit von zu Hause entfernt gewohnt habe. So bin ich mit meiner Familie und meinen Freunden stets in Kontakt. Wenn ich in Russland geblieben wäre und dort gespielt hätte, wahrscheinlich hätte ich nicht mit dem Fotografieren angefangen. Aber ich will in dem, was ich mache, natürlich immer Qualität abliefern. Natürlich hilft einem Berlin als Stadt dabei sehr, weil es hier sehr viel interessante Kunst zu sehen gibt und hier so viele interessante Menschen wohnen. Die Stadt ist voller Freaks. Das ist etwas, was ich mag. Auf dem Parkett macht er seine Sache stets so gut wie möglich. Igropoulou ist ein Leader, ein Musterprofi, ein Fanliebling. Aber auch einer, der für jeden Spaß zu haben ist. Einer, der sich selbst manchmal auch nicht allzu ernst nehmen will. Ein kleiner Adrenalinstoß gehört für ihn manchmal einfach dazu. Vor mir waren sehr viele Kinder und dann bin ich einfach mal runtergefahren. Es war spaßig, manchmal mache ich Dinge, die vielleicht komisch sind, aber trotzdem Freude bringen. Das Leben wäre sonst einfach zu langweilig. Sowas wie den Hügel runterzufahren bringt Freude. Es ist nichts, was wirklich Inhalt hat, aber ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht und das ist wichtig. Auf einen kurzen Schock folgten viele schöne Momente. Konstantin Igropoulou ist weiter hungrig auf Berlin, seine Eigenarten und seine vielen netten Menschen und all die Dinge, die man hier erleben kann. Und so wurden natürlich auch die Erlebnisse der Winterwelt gleich für die Nachwelt dokumentiert.